Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Elex. Ja, wir sind immer noch im Vorder Outlaws und haben hier wieder ein paar Aufträge erledigt. Unter anderem haben wir jetzt die Stims für Red besorgt und wir müssen auch nochmal gucken, dass Blake vielleicht aufhört, Schutzgeld von Chloe zu erpressen. Gucken wir mal. Blake ist nicht mehr da, kapiert, mein Freund? Und er wird auch nicht mehr wiederkommen. Wenn du ab jetzt etwas brauchst, dann kommst du zu mir. Ich bin jetzt dein neuer Vorgesetzter. Scheiße, Mann. Was hast du mit ihm gemacht? Das braucht dich nicht zu interessieren. Glaub mir, mein Freund, dich werde ich mir auch noch vorknöpfen. Hast mich ausgelacht, als ich ins Lager kam. Hast mich mit zwei Splittern abgespeist, als ich dich angebettelt habe. Ach, komm schon. Das hatte ich so nicht gemeint. Komm jetzt nicht mit Entschuldigung. Dein Arsch gehört jetzt mir. Und wenn du nicht gehorchst, schmeiß ich dich in die Grube. So eine Scheiße. Du bist echt irre, weißt du das? Und stolz darauf. Und jetzt geh mir aus den Augen. Ah, geil. Crazy Red ist der neue Hauptmann. Herzlich willkommen zurück, mein Freund. Red, bist du das? Red? Bist du das? Wieso? Habe ich mich etwa verändert? Weißt du, der Bodyguard-Job war nichts für mich. Deine physische Beschaffenheit lässt dies erkennen. Danke? War das ein Kompliment? Wie dem auch sei. Ich dachte mir, Blakes Job liegt mir viel mehr. Ich musste nur nah genug an ihn herankommen, ohne dass er hier im Fort ist. Und ohne dass sein Bodyguard Ryan bei ihm ist. Und du hast mir dabei geholfen. Du hast Blake getötet? Du hast Blake getötet? Ich habe bestimmt nicht mit ihm Schach gespielt, mein Freund. Das Ganze habe ich nur für dich getan. Naja, vielleicht auch ein bisschen für mich. Ich habe Blakes Position. Und ich weiß, was mit Chloes Schutzgeld passiert ist. Blake hat mich mit dem Blutigen bekannt gemacht und mir gezeigt, wo er die Splitter von Chloe versteckt. Du kannst William sagen, dass Chloe ab jetzt wieder bezahlen wird. Ihre ausstehenden Schulden werde ich ihr geben. Der Blutige? Von wem redest du da? Der Blutige? Von wem Baxter, redest du? Glaube ich. Na, Baxter. Baxter, der Blutige. Klingelt's? Der Typ, der das vorher geleitet hat, bevor der Duke es übernommen hat. Der Typ, der die Schakale des Dukes überlebt und blutüberströmt aus dem Fort abgehauen ist. Diesen Blutigen meine ich. Und du hast den Blutigen getroffen? Und du hast den Blutigen getroffen. Man trifft den Blutigen nicht. Man wird von ihm eingeladen. Ich habe dir das nur verraten, weil ich glaube, dass wir gute Freunde sind. Am besten vergisst du das alles direkt wieder. Kommen wir zu deinem Anteil an der Sache. Wie heißt es so schön? Eine Hand wäscht die andere. Bei unserer ersten Begegnung hast du mir 50 Splitter überlassen, falls du dich erinnerst. Jetzt, da ich es geschafft habe, möchte ich mich bei dir erkenntlich zeigen. Ich habe sogar noch mehr für dich. Wow. Hier. Aber rede mit niemandem darüber, verstanden? Du wirst schon merken, was die Kralle bedeutet, wenn es soweit ist. Solange halte daran fest. Verliere sie nicht. Ich sagte doch, Freundschaften zahlen sich aus. Und wer weiß, vielleicht kann ich dir auf deinem weiteren Weg hier bei den Outlaws nochmal zur Hand gehen. Sofern du dich entscheiden solltest, dich uns anzuschließen. Aber jetzt muss ich mich wieder um meine neuen Pflichten kümmern. Wir sehen uns, mein Freund. Ich habe hier noch die Stims, die ich besorgen sollte. Ach, die? Die waren nur dazu da, um dich abzulenken. Die kannst du behalten, wenn du möchtest. Ich nehme das Zeug momentan nicht mehr. Ich muss mich erstmal in meinen neuen Posten zurechtfinden. Aber hey, mehr für dich, mein Freund. Viel Spaß damit. Ach Mensch, krass. Zeig mir deine Ware. Na gut. Okay, was hat er denn so? Sonnenbrille praktisch. Normale Gegenstände können leichter wahrgenommen werden. Und ein Schachterhemd, zwei Rüstung. Mehr haben wir da als die Jägerrüstung. Ja, die Schachterhose ist gleich. Ich würde dafür jetzt aber nicht unbedingt Gold ausgeben. Wir bekommen eh bald Rüstungen, wenn wir uns einer Fraktion anschließen. Und die sind dann meistens besser als diese Standardrüstungen hier. Ja, sauber. Krass, was Red hier auf die Beine gestellt hat. Gar nicht dumm, der Junge. Hast du ein Loch im Kopf? Und wir wollen mal bei William vorbeischauen und ihm sagen, dass Chloe jetzt wieder zahlt.
Also manche Sachen lösen sich auch von selbst. Wegen der Hauptmänner. Ich habe mich um Chloes ausstehende Schulden gekümmert. Red, oder sollte ich ihn jetzt lieber Crazy Red nennen? Egal. Auf jeden Fall hat er mir Chloes ausstehende Schulden bezahlt. Ich finde es auch gut, dass Red jetzt Blakes Posten übernommen hat. Ich konnte Blake sowieso nie leiden. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Gute Arbeit. Ja, was ist mit meiner Bezahlung? Wie bitte? Von einer Bezahlung war nie die Rede. Aber gut, ich will mal nicht so sein. Ah, immerhin 200 Splitter. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Stör mich jetzt nicht weiter, dieses Fort regiert sich nicht von alleine. Du sitzt doch da nur. Okay, Matt Bob hat uns auch noch einen Auftrag gegeben. Da müssen wir vielleicht auch nochmal gucken. So, da Matt Bob, gefallen für den Müllbaron, Schrottlieferung. So, möchte, dass wir den ausstehenden Schrottlieferungen auf den Grund gehen. Gucken wir mal, wo das ist. Ja, gar nicht so weit weg. Da müssen wir dann auch einmal hin. Wer liegt denn da? Erwin. Okay, der ist wohl auf eine Mine getreten. Da vorne liegt direkt wieder eine. Gibt es hier noch mehr Leichen? Ich wüsste gerne, wo der hergekommen ist. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo weitere Kleriker. So, da vorne, das war die Schüssel mit den Schakalen, da waren wir schon. So, komm mal her. Da drüben! Aha. Ja, das ist auch immer schade mit den Höhenunterschieden. Dann sitzen die Treffer manchmal nicht. Ach komm, das ist doch blöd. So, wir kämpfen mal gegen den auf ebener Strecke hier unten. Ja, komm her. Trotzdem noch getroffen. Okay, bisschen getroffen hat er uns, aber halb so wild. So, schauen wir hier vorne vielleicht noch mal kurz. Ich hätte gedacht, hier wäre irgendwas drauf. Ach doch. Kleiner Rucksack. Mit ein bisschen Proviant drin. So, da unten sind weitere Minen. Und da hinten ist noch ein Schakal. Den holen wir uns auch noch mal. So, und dann gehen wir mal in die Richtung weiter, um für den Müllbaron zu spionieren, warum die Schrottlieferungen ausbleiben. Da vorne ist sogar noch ein Teleporter, den holen wir uns. Teleporter sind immer gut. Diese Türme haben mich schon immer fasziniert.
Ich habe einmal gelesen, dass sie ein Wahrzeichen eines alten Gottes waren. Die Menschen von damals hatten sie angebetet, auf dass er ihnen das Licht bringen möge. Ja, die haben uns Licht gebracht. Aber eher durch Strom. So, da ist nochmal so ein Wüstenteufel. Wagen wir das nochmal. Das lief doch viel besser als der eben. So, was haben wir da? Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Okay, Banditen. Das war easy. Notiz einer Banditenwache. Können wir direkt mal lesen. Wache schieben, Tag ein, Tag aus, Wache schieben. Außer ein paar Krabbelfiechern kommt doch keine Sau hier vorbei. Wir auch, das Versteck ist einfach zu gut. Slater will das nicht kapieren. Diskussionen führen zu nichts. Nur weil er mal Baxters Arsch geleckt hat, heißt das nicht, dass er hier das Kommando hat. Aber er benimmt sich so. Naja, ich penne mir einfach meine Stunden zusammen. Slater ist fast immer unterwegs, da kriegt er davon eh nichts mit. Ja, deswegen hatten wir hier ein leichtes Spiel. Und könnt hier ein bisschen plündern. So, ich weiß allerdings nicht, ob wir weiter reingehen sollen. Wenn da weitere Banditen auf uns warten, dann könnte das natürlich ein bisschen schwierig werden. Das scheint das Banditenlager zu sein. Wir könnten es mal versuchen. Jetzt wird abgerechnet. Achtung! Ja, ich will ihn da ein bisschen weghaben, damit er nicht gleich in der Lava landet und wir nicht plündern können. Das wäre schade. So, den haben wir gut rausgelockt. Können wir mal gucken, wer dann noch so auf uns wartet. Okay, waren das nur die beiden Banditen hier? Umso besser für uns. Dann können wir hier schon mal plündern. Elektroschrott. Was haben wir hier noch so? Eine Suppe. Ja, schönes kleines Lager hier. Muss man ja mal sagen. Aber wirklich was geplündert haben wir hier nicht. War jetzt nicht so eine große Ausbeute. Hier hinter ist noch ein bisschen was, aber nichts Interessantes. Okay, meint ihr, da kommt noch was? Wir sind jetzt schon wieder so abseits von unserer eigentlichen... von unserem eigentlichen Ziel. So, da haben wir noch so einen Beißer.
da ist eine kleine Mine oder sowas in der Art. Mit, ja, einem großen Monster drin. Gehen wir erstmal hier ein bisschen weiter. Dann sind auch wieder ein paar Monster. Diese spinnartigen Viecher, die sind halt echt stark. Hier ist auch nichts, nur ein bisschen Elektroschrott. Ja, wollen wir das mal wagen? Können wir mal gucken. Ich glaube, einen Ripper hat man schon mal erledigt. Der darf uns halt nicht treffen. Das ist vorbei. Au. Okay, das ging gerade nochmal gut. Aber wir sind auch so gut wie tot. Also nochmal darf uns jetzt nichts passieren. Dürfen wir nirgendwo runterfallen. Okay, für die Ausbeute. Wäre ich gedacht, wir finden hier ein bisschen mehr. Was haben wir denn hier oben? Aber vermutlich auch nichts. Ah, doch. Kleinen Tunnel. Notizen eines Legaten. Befehl schreiben. Nach Eingehen der Prüfung wurde ihre Mission als gescheitert eingestuft. Sofortiger Rückzug zum Hort und dort unverzüglich Meldung machen. So, und ein Buch, Notizen eines Legaten. Erwin benimmt sich seit der letzten Mission merkwürdig. Sein Gebet ist nicht mehr so ernst und er scheint abgelenkt nervös. Ich werde ihn im Auge behalten müssen. Um seines Seelenheils willen muss ich dafür sorgen, dass er seinen Körper reinhält. Habe Erwin für ein paar Tage von den Missionen abgezogen, damit er auf das Lager aufpasst. Ich hege den Verdacht, dass er Kontakt zu einigen Outlaws pflegt. Kalan möge ihm beistehen, wenn er sich ihre Drogen besorgt hat. Ich muss ihn melden und zurückschicken, auch wenn ich es ungern tue. Er hat mir keine andere Wahl gelassen, später stelle ich ihn zur Rede. Erwin ist verschwunden, ich habe meine Leute losgeschickt, um ihn zu suchen. Wie soll ich das dem Regenten erklären? Anstatt Ungläubige zu missionieren, ist einer unserer Brüder vom Glauben abgefallen. Hoffentlich müssen wir uns nicht alle einer Reinigungszeremonie unterziehen. Ja, Erwin haben wir gefunden, die Leiche, wie der Zufall so will. Krass, dass wir gerade hier landen. Ja, der ist auf eine Mine getreten. Vor dem Outlaw-Lager. Und es sieht ganz danach aus, als wenn er ja zu den Outlaws vielleicht sogar überlaufen wollte. War ziemlich dunkel hier. Aber die Elex-Splitter weisen uns den Weg. So, dann können wir hier vielleicht nochmal ran. Ja, wir brauchen ein Bett. Vielleicht gehen wir nochmal zurück zu dem Räuberlager. Da gab es ja auf jeden Fall eins. Und dann können wir da nochmal schlafen und uns regenerieren. Ja, hier kleiner Außenposten der Kleriker. Die haben versucht, Leute zu missionieren. Und sind scheinbar gescheitert. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. So, hier haben wir noch eine Chimäre in dem Tunnel. Ich weiß nicht, ob wir es mal versuchen sollen. Nee, ein Stalker ist das. Okay. Der hat uns direkt umgehauen. Aber ich kenne auch das Angriffsmuster noch nicht von dem. Okay, mal gucken, was wir dem so abziehen. Wenn wir ihn weghauen. Könnte man schaffen.
Okay, das machen wir mal nicht. Das ist mit dem Gesundheitszustand sowieso nicht so gut. Aber ich glaube, wir würden den packen, wenn wir uns so richtig anstellen. Aber das, was da so lag, lohnt jetzt nicht unbedingt. So, dann legen wir uns hier mal fix schlafen und schlafen bis zum nächsten Morgen. Und dann gehen wir uns, machen wir uns wieder auf den Weg Richtung Missionsziel. Ja, wir lassen uns immer ziemlich leicht ablenken hier. Schon fast. Ist nur ein bisschen weiter runter. Ah, vermute ich hier in der Ruine. Ja, da ist einer. Oh, beide getroffen. Auch gut. So, Ethan pennt. Können wir den vielleicht mal bestehlen. Was hat er denn? Ein Elektrizitätssplitter. So, dann sprechen wir mal mit ihm. Huch, was hast du denn hier verloren? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein Außenstehender in diese Gegend findet. Die Ruinen locken normalerweise nur Banditen an. Aber wenn du ein Bandit wärst, hätte ich sicher eine Kugel im Schädel. Du bist Schrottsammler, richtig? Du bist Schrottsammler, richtig? Ja. Und es ist ein hartes Brot hier draußen. Und wenn man sich nicht zu wehren weiß, dann bleiben einem nicht einmal ein paar Krümel übrig. Was du nicht sagst. Nein, du scheinst oft Ärger zu haben. Du scheinst oft Ärger zu haben. Ja, ich ziehe ihn förmlich an. Meistens werde ich Opfer meiner eigenen Leute. Da bringt es mir auch nichts, dass ich oftmals mehr aus den Ruinen raushole als die anderen Sammler. Überhaupt kann ich froh sein, wenn genug übrig bleibt. Andernfalls lassen sie mich am langen Arm verhungern. Ein Menschenleben zählt hier nicht viel. Der Müllbaron erwartet seine Lieferung. Der Müllbaron erwartet seine Lieferung. Ich weiß, aber es geht nicht. Es ist nicht meine Entscheidung. Mich interessieren deine Ausflüchte nicht. Nein, nein, nein. Alles Schrott den neuen Herren. Und wer sind die neuen Herren? Die Herren der Insel. Nimm dich vor ihnen in Acht. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Am besten, du brichst erst gar nicht dahin auf. Du verheimlichst mir etwas? Du verheimlichst mir etwas. Nein, ich kann es nur nicht aussprechen. Was kannst du nicht aussprechen? Na, das. Ich kann dir nichts sagen. So wird das nichts. Ich schufte wie ein Verrückter und übrig bleibt nichts. Okay, dann müssen wir halt mal auf diese Insel rauf und nachschauen, was da los ist. Okay, die ist da hinten. Ich glaube, wir sind jetzt schon mal auf dem richtigen Weg. Bisschen Eisenerz rum. So, was haben wir hier für Gegner? Ich sehe noch keinen.
Oh, Banditen wohl. Jo, Banditen. Mit Totenkopf, also etwas stärkere Banditen sogar. Dir bringe ich Manieren bei. Okay, nochmal. Dich hole ich mir! Okay, der ist weg. Um den kümmern wir uns auch noch. So, das war doch in Ordnung. Auch wenn wir ein bisschen Schaden wieder bekommen haben. Aber die Banditen sind weg. So, da haben wir auch ein bisschen Schrott und Eisenerz. Schlechter Zeitpunkt. Okay, geht nicht, während wir angegriffen werden. Von wem werden wir denn noch angegriffen? Jetzt von niemandem mehr. Gut, dann schlafen wir mal schnell. Und sind wieder voll geheilt. Okay, vermutlich sind hier noch irgendwo Feinde. Unter der Brücke, über der Brücke. Man weiß es nicht. Vermutlich unter der Brücke. Jo. Scheiße. Okay, das war schlecht. Das wollen wir nochmal machen. Aber da haben die meisten Schläge auch wieder nicht gesessen. So geht der auch wieder nicht. Der letzte. Ich weiß nicht, wie der uns jetzt gerade noch wieder getroffen hat. Ach, komm. Also manchmal ist das wirklich ein bisschen unfair, wie das so spielt. Aber ich würde ihn hier unten ganz gerne erledigt haben. Damit der uns halt nicht mehr versucht anzugreifen. Das ist doch ein bisschen lästig. Na, komm her. Und da ist er auch platt. So, da hinten ist auch noch einer. Der hat sich da festgehakt. Wollen wir den auch nochmal erledigen? Das wird halt auch kein guter Ort zum Kämpfen sein. So, hau rauf da. Hau rauf da. Sehr schön. Endlich tust du mal was für dein Geld. Oh, hier wird auch einiges am Strand angespült. Ja. Da können wir noch endlos weitergehen. So, hier. Elektroschrott. Ja gut Leute, da haben wir doch schon mal wieder einiges geschafft. Da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und da werden wir uns hier die Insel mal anschauen und gucken mal, wer die neuen Herren der Insel sind. Schaltet gerne wieder ein, wenn es weitergeht. Bis dahin.